Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen Kern-Tutorial und gleichzeitig zum letzten Tutorial für das Jahr 2022. Und es geht um Training für die Wadenmuskulatur. Wir gehen auf die Anatomie ein, dann auf verschiedene Übungen, insbesondere auf die Unterschiede zwischen den Übungen und dann ganz am Ende auch auf die Trainingssteuerung. Also warum sollte ich das jetzt machen und wenn überhaupt, in welchen Wiederholungsbereichen, Satzzahlen und so weiter. Aber wie gesagt, zunächst mal die Anatomie, weil die Wadenmuskulatur im Prinzip aus zwei verschiedenen Muskeln besteht. Und das ist dann wichtig für die Übungsauswahl. Es gibt diesen großen Wadenmuskel, den Zwillingswadenmuskel, der eher hier oben sitzt und der eben auch schon überhalb des Knies ansetzt. Dann gibt es unter dem drunter einen zweiten, den Soleus, den man von außen auch gar nicht unbedingt sieht, der aber eben nicht über das Knie geht, sondern am Unterschenkel ansetzt. Und nach unten gehen beide Muskeln in die Achillessehne und setzen quasi mit der Achillessehne dann an der Ferse an. Es gibt auch in der Trainingslehre den Begriff, das als Trizeps surae zu bezeichnen, weil es im Prinzip von unten betrachtet, also von der Achillessehne kommend, auch irgendwie ein Trizeps ist. Man hat den Zwillingswadenmuskel mit zwei Köpfen vorne und unten drunter diesen Soleus, also im Prinzip auch drei Köpfe. Ne? Entscheidend ist aber der Unterschied, Zwillingswadenmuskel geht übers Knie und der andere eben nicht. Und wenn man sich jetzt Übungen anschaut für die Wade, dann gibt es eigentlich zwei große Kategorien, nämlich welche, wo ich eher stehe und welche, wo ich eher sitze. Die stehenden Übungen, es gibt auch je nach Hersteller extra Geräte dafür, oder aber man macht es quasi an der Beinpresse. Ich sitze zwar, aber die Knie sind ja relativ gestreckt. Bei uns kann man es zum Beispiel auch an dem V-Squat einfach ganz gut machen. Die treffen eher den Zwillingswadenmuskel, also den oberflächlichen, ne? Weil ich ja in der stehenden Position den Muskel mehr auf Länge habe. Und je länger der Muskel ist in einer gewissen Übung, desto mehr muss er natürlich auch arbeiten. Ja? Bedeutet also, von der Ausführung her geht man hin. In diesem Fall stellt sich hier vorne auf den Block, sodass die Fußballen drauf sind und Ferse logischerweise dann frei, in etwa hüftbreit. Und geht her, hebt das einmal raus, sodass man natürlich auch ein Gewicht im Spiel hat, hält sich in unserem Fall dann hier vorne einfach fest und bleibt ansonsten in einer ganz neutralen Position, also hält die Rumpfspannung, Gesäß ist angespannt, sodass die Hüfte wirklich gestreckt ist und die Knie sind entweder ganz gestreckt und der Quadrizeps ist wirklich on fire oder aber ihr haltet sie in einer ganz leicht gebeugten Position und geht jetzt wie immer Full Range of Motion mit der Ferse, soweit es euch möglich ist, nach unten und drückt euch einfach sauber raus, soweit es euch möglich ist, nach unten und ganz rausdrücken. Full Range of Motion, ganz tief, je nach Beweglichkeit im Sprunggelenk merkt ihr hier schon, dass ihr sogar die Platte unten kurz berührt, ganz tief, ganz raus. Am Ende würdet ihr in unserem Fall die Sicherung einfach wieder einhängen und gut ist. Gerät hat schon ein Eigengewicht von etwa 60 Kilo und ihr würdet ganz normal Blade-Loaded Scheiben dazuladen. Das wie gesagt als stehende Variante mit dem Schwerpunkt eher auf dem großen oberflächlichen Zwillingswadenmuskel. Generell, wenn ihr das macht, achtet darauf, dass wenn ihr euch rausdrückt, dass die Belastung zwischen Innen- und Außenkante des Fußes immer noch gleichmäßig ist. Also dass ihr weder von vorne gesehen stark auf die Außenkante kippt, noch beim Hochkommen stark über die Innenkante und den großen Zeh arbeitet, sondern einfach gleichmäßig, dass ihr wirklich außen und innen gleichmäßig belastet. Ihr habt also hinter dem kleinen Zeh und hinter dem großen Zeh habt ihr etwa 50-50 eure Druckverteilung. Ne? Das nochmal als Side-Fact einfach extrem wichtig für die Sprunggelenke dann langfristig. Jetzt, wenn ihr das sitzend macht, es gibt von verschiedenen Herstellern natürlich Geräte, wo ihr euch reinsetzt. Ihr habt dann über den Knien ein Polster und macht eben Wadenheben sitzend frei. Ganz simple Möglichkeit, ihr nehmt euch eine Bank und ihr braucht auch hier eine Kante. Bei uns jetzt recht easy, einfach die kleinste Plyo-Box, die wir haben, und stellt auch hier einfach, wie wir es gerade eben schon hatten,
die Fußballen auf die Kante, ne, sodass die Ferse wieder frei ist und die Knie in etwa auf 90 Grad Winkel. Ne, Oberkörper groß und geht jetzt her und legt euch das Gewicht einfach direkt oberhalb der Knie auf dem Oberschenkel ab. Damit seid ihr auch biomechanisch einfach sauber. Jetzt bewusst relativ leicht. Das kann schon auch Richtung 30, 40 Kilo Kurzhanteln gehen. Also ist absolut kein Problem, wenn ihr bedenkt, dass die Wade ja auch sowieso euer eigenes Körpergewicht hochhebt. Also das darf ruhig schwer sein. Jetzt nur zur Verdeutlichung, Gewicht auf die Knie und geht auch hier Full Range of Motion. Geht also ganz tief, drückt euch ganz raus, ganz tief, ganz raus, tief, raus. Und dann könnt ihr euch natürlich sehr gut aufs Sprunggelenk konzentrieren. Und wenn ihr ein bisschen Körpergefühl habt, dann werdet ihr spüren, dass die Belastung einfach eine andere ist. Ihr spürt hier, dass das deutlich weiter nach unten gewandert ist. Also die meisten spüren es dann so an dem oberen Ende der Achillessehne und bedeutend weniger oben im Zwillingswadenmuskel. Ja, hat jetzt im umgekehrten Sinn den Grund, dass das Knie jetzt gebeugt ist. Damit ist der Zwillingswadenmuskel angenäherter und muss weniger arbeiten. Und der Soleus, der unten drunter liegt, arbeitet einfach stärker. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, warum sollte ich was machen und sollte ich es halt überhaupt machen? Für mich, jetzt werden vielleicht manche Mitglieder sagen, das habe ich noch nie gesehen im Studio, für mich tatsächlich außerhalb der Reha relativ überbewertet. Aus einem optischen Grund kann man das in jedem Fall machen und dann empfiehlt sich natürlich eher, das Knie in eine gestrecktere Position zu bringen, weil ich den Zwillingswadenmuskel einfach stärker adressiere und ich mache es in einem V-Squat oder einer Beinpresse oder eben in einem speziellen Gerät. Und dann streiten sich bei dem optischen Grund auch ein bisschen die Geister, ob ich die Wade eher im hohen Wiederholungsbereich trainiere, um sie damit zum Wachstum zu bringen. Oder wie alle anderen Muskeln auch in einem niedrigeren Wiederholungsbereich und mache ganz normal Hypertrophie oder sogar Maximalkrafttraining. Es streiten sich ein bisschen die Geister. Es gibt auch im Bodybuilding-Bereich beide Lager, wo Leute einfach mit beiden Wegen Erfolg hatten. Ich bin tendenziell eher dafür, die Wade zu trainieren wie jeden anderen Muskel auch, also ihn ganz normal im Hypertrophiebereich oder sogar leicht im Maximalkraftbereich zu trainieren, also mit einem ordentlichen Widerstand, weil es eben die Wade auf eine andere Art und Weise reizt. Viele Wiederholungen habt ihr in eurem Alltag, habt ihr vielleicht in Conditioning-Einheiten, wenn ihr Treppen geht, wenn ihr Joggen geht und so weiter, das habt ihr in eurem Alltag drin. Und schweres Gewicht mit weniger Wiederholungen, also ein höheres Gewicht als euer Körpergewicht, ist eben ein neuer Reiz für die Wadenmuskulatur und kann sie daher möglicherweise besser zum Wachstum bringen. Ne? Also das aus einer optischen Sicht. Ansonsten kann es Sinn ergeben, aus einer Performance-Sicht das zu trainieren. Das machen wir jetzt beispielsweise eher mit Leuten, die explosiver sein wollen, die also Torhüter, Footballer, solche Sportarten machen, wo ich explosiv irgendwie sein muss. Und die trainieren auch eher in der gestreckten Variation, weil es funktioneller ist, weil es näher an dem ist, was sie in ihrem Alltag haben. Und wir spielen einfach mit dem Bewegungstempo, also die Exzentrik langsam und die Konzentrik so schnell wie irgendwie möglich. Also das kann ein Grund sein, das zu trainieren. Aber ansonsten für mich, ich habe es eben schon gesagt, der Hauptgrund ist eigentlich die Rehabilitation. Und das Thema haben wir öfter, dass Leute so ganz leichte Achillessehnen Problematiken haben, Instabilitäten im Sprunggelenk. Und glaubt mir, wenn es ein Thema gibt, was ich selber durchlaufen habe, dann ist es das. Ich hatte sehr lange Achillessehnenprobleme und da ist das extrem wertvoll. Und da kann dann auch die Kombination aus beidem wertvoll sein. Ich habe jetzt erst vor kurzem zum ersten Mal eine Personal Training Kundin, die in meinen Augen ein sehr starkes Problem hat mit dem Soleus, also mit dem unteren Muskel, wo wir sehr viel darüber arbeiten, was sehr, sehr gut funktioniert. Aber in der Regel ist es bei der Rehabilitation immer eine Kombination aus beidem. Und dann ist mir wichtig, dass wir da eher in einem bradytrophen Bereich trainieren, also eher in einem Bereich, wo wir die Sehnen und die Sehnenansätze wirklich fördern. Und das sind eher viele, viele, viele Wiederholungen. Also da in der Reha für mich
eine Time Under Tension von 2 Minuten, also dass der Muskel mindestens 2 Minuten arbeitet, sprich 30, 40 Wiederholungen. Beide Übungen miteinander kombinieren für einen Satz, ne? Allerhöchstens 2, aber man merkt in der Regel, wenn man einen Satz gebeugt, einen Satz gestreckt macht, in diesem hohen Wiederholungsbereich, vollkommen ausreichend, hat aus meiner Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung und die mit den Leuten sehr, sehr guten Effekt einfach auf die Gesundheit quasi der Achillessehne. Ne? Das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich es machen sollte. Ja? Optische Sicht, eventuell, habe ich persönlich nie gemacht, aber klar, durchaus denkbar, dann eher gestreckte Variante, explosiv auch denkbar, dann gestreckte Variante und wirklich explosiv trainieren. Und in der Rehabilitation beide oder je nachdem, wie die Situation ist, das müsst ihr aber mit einem Coach eures Vertrauens dann wirklich arbeiten, den Schwerpunkt auf einer gebeugten Variante. Aber jetzt aus einer optischen Sicht nur die gebeugte zu machen, gibt es in meinen Augen Besseres, was du mit deiner Zeit anfangen könntest. So, klar, oder? Ja. Bringt es was, in der Streckung kurz zu warten, 1-2 Sekunden? Ja, ist eine der wenigen Übungen, wo man, finde ich, sehr gut kleine Pausen an die Umkehrpunkte bauen kann. Sowohl in die Exzentrik, also an den unteren Punkt, in die Dehnung, weil ich will ja auch so einen Dehnungsreiz setzen, als auch in die Konzentrik, also an den oberen Punkt, dass ich vor allen Dingen das Thema Gewichtsverlagerung rechts-links mal ein bisschen beobachte und da mal ein bisschen reinspüre, dass wenn ich oben bin, dass es wirklich sauber, gleichmäßig verteilt ist. Und dann halte ich sowohl oben als auch unten eventuell mal eine Sekunde. Eine der wenigen Übungen, wo es, wie ich finde, durchaus Sinn ergibt, das so einzubauen. Ja. Ja. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, da war was für euch dabei. Wenn ja, wie immer, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt uns Kommentare, wenn du irgendwas anders siehst, wenn du Fragen hast. Und ansonsten gibt es nächste Woche Sonntag ein neues Video.